Man könnte das Wort wie aus Sunshine of my day, bei dem Sonnenschein heute, ausweiten auf jeden von uns, diesem sozialen, kulturellen Ereignis. Und wir werden sehen, dass jeder eine andere Persönlichkeit mit hineinträgt in dieses Pumpwerk, dass jeder andere Konnotation hat, dass jeder anders die Bilder verstehen wird und dass genau etwas, das heutzutage eigentlich von der Gesellschaft nicht mehr gewollt wird. Sie leben hier in einem außerordentlichen Platz in dem Pumpwerk, das im nordostdeutschen gotischen Stil, zur Zeit des Jugendstils, von einem Stettiner Architekten gemacht worden ist, das Einbauten bekommen hat, die alle, die nicht irreversibel sind, die man wieder rausnehmen kann, falls der Bau was anderes soll. Aber es ist ein ganz tolles Beispiel dafür, wie leerstehende Wirtschaftsgebäude plötzlich kulturelle Brennpunkte werden. Gibt es viele Beispiele. Das hier ist ein besonderer Ort. Sie haben hier die Architektur, die Kunst und Sie haben draußen den Garten Eden, die Natur. Und hier haben Sie sozusagen das Paradies vollendet durch eine Schatz- und Wunderkammer, in der Sie nicht nur Bilder sehen, sondern auch andere Dinge. Oder anders ausgedrückt, wenn Sie draußen eine Skulptur von Rötel sehen, die sich dreht, dann schauen Sie sich mal den Baum daneben an. Der versucht sich zu drehen, aber er kann es nicht. Wenn Sie hier Blumen sehen oder auch draußen im Garten und Sie dann hier oder eine Ingwerwurzel und Sie gehen hier durch die Gebäude und sehen die Bilder, dann werden Sie Dinge wiedererkennen, die Sie gerade gesehen haben, aber eben in einer anderen Formulierung. Beide Künstler sind in den 60er Jahren geboren, 61, 69. Dies ist das Jahrzehnt, in dem meine Generation gehofft hat, sie kann die Welt verändern. In dem wir gehofft haben, dass aus dem Untertan ein freier Bürger wird. In dem wir uns daran gewöhnt haben, dass nicht einer mit dem pädagogischen Zeigefinger herumläuft und dir sagt, was du zu tun hast, was richtig oder falsch ist. Und das genau finden sie hier. Es ist ein Platz, in dem sie unglaublich frei werden, weil sie sehen, Emotionen haben, mitdenken, erkennen, auch nicht erkennen, auch umformulieren, auch Sachen erkennen können, die der Künstler vielleicht gar nicht beabsichtigt hat, beide Künstler, weil sie beide davon ausgehen, dass ein Kunstwerk ein Kosmos ist, der in sich seinen Reichtum entwickeln kann, und zwar nicht für den Künstler, sondern für den Betrachter. Es sind Kunstwerke, die ausgerichtet sind auf Sie als Betrachter. Und das ist in unserer Zeit sehr wichtig, weil wir Thomas Bauer, der Islamwissenschaftler von Münster, hat einen Text geschrieben über die Vereindeutigung der Welt, weil wir in dem digitalen Zeitalter gelernt haben, dass man alles herstellt für nur einen kleinen, geringen Zweck, für eine Eindeutigkeit. Wir haben eigentlich gelernt, dass Kultur und Kunst und der Reichtum der Menschheit in ihrer Vielfalt, in ihrer Polyvalenz, in ihrer Unterschiedlichkeit. Ich sage jetzt mal eine böse Mannheimer Beziehung von gestern. Wenn ich eine Wand habe, wo alle Landschaften nebeneinander sind, dann heben sie sich gegenseitig auf. Wenn ich Bilder an die Wand hänge und beschrifte sie und sage zu dem Künstler kein einziges Wort über seine Biografie oder wie alt er ist, dann mache ich aus Kunstwerken Dokumente für soziokulturelle Thesen. Oder auch für politische Thesen, wenn ich an die Restitutionsräume denke. Und das ist ein nicht ganz ungefährlicher Zustand für die Kunst. Sie können hier heute erfahren, wie man es anders machen kann. Wenn Sie bei Brixi unten anfangen, dann haben Sie Bilder, die noch Titel haben wie A Rose is a Rose. Oder antike Beziehungen aufbauen, dann sehen Sie plötzlich Bilder, wo Sie Bäume erkennen. Und dann kommt plötzlich diese große Horizontserie, die sehr bestimmt in dem Haus ist. Bilder, Ölbilder, Acrylbilder, schnelle Technik, Acryl, Öl ist langsam. Nicht auf Leinwand, sondern meistens aufs Nessel. Aber eben auf einem Tuch, das leicht bewegt sich, das mitarbeitet, das aufsaugt, das schwieriger wiedergibt. Wenn Sie jetzt die neueste Arbeit hinten, kann man hier so durchsehen noch, mit den Bildern Sundown sehen, dann sind es Arbeiten auf Holz. Das sind Arbeiten, die eben nicht mehr nur die Wand belegen, sondern versuchen, in den Raum einzudringen und ein Thema aufnehmen, das ja 2017, die Bilder sind unten zu sehen, Room heißt die Serie, auch auf Holz gemalt,
Auf Holz malen Sie etwas anders als auf einem Stoff. Holz ist ja eigentlich der klassische Bildträger in der Malerei über Jahrhunderte. Und Leinwand, Nessel sind relativ jung. Wenn ein Künstler diesen Rückgriff wieder macht, weil er sagt, nur mit Holz kann ich eigentlich ohne Perspektive oder ohne die Lüge der Perspektive wieder eine wirkliche räumliche Inszenierung machen, dann sehen Sie dort Sundown und ich will das ganz kurz ein bisschen erklären, weil die Vielfalt der Aussage in all diesen Bildern zu sehen ist. Wenn Sie ein Bild haben, das heißt Horizont oder viele, da können Sie plötzlich kleine Dinge entdecken. Wenn Sie eine vertikale Schwingung bei Rötel haben, dann werden Sie sehen, dass es sich plötzlich zu Ihnen dreht. Das ist nicht nur eine Aufgabe von Geometrie, sondern ein Anspruch an Dialog, an Sprachlichkeit. Und bei Sundown macht der Künstler einen sehr interessanten Nebentitel, You Better Take Care. Es ist besser, wenn du aufpasst. Er sagt nicht enjoy oder look at it. Er sagt nicht, denk an Turner oder Caspar David Friedrich oder an Manet, sondern sagt, sundown, you better take care. Und wenn Sie sich die Bilder anschauen, diesen beleuchteten Sonne, die den Horizont angibt, bei diesem Sonnenuntergang, und dann diesen pflanzlichen Elementen oder natürlichen Elementen, die von oben herunter tropfen, regnen, fallen, die das Ganze dynamisieren, die Vertikale auflösen zugunsten der Vertikalen, auch ein Grundthema bei Rötel in den Skulpturen, dann werden Sie feststellen, dass Sie unglaublich leuchtende, schöne Bilder haben. Und wenn Sie den Untertitel nehmen, dann werden Sie plötzlich wach und werden sich fragen, und das gilt eigentlich für alle Arbeiten dieses Malers, ob da nicht auch ganz andere Antworten gesucht werden, ganz andere Fragen gesucht werden. Wenn ich auf etwas aufpassen soll, dann hat das vielleicht mit Wetter, mit Landschaft, mit Klimawechsel, mit unserer Ansicht zu tun. Alle diese Bilder sind unglaubliche malerische Erfindungen und sind gleichzeitig auch in ihrer gesellschaftlichen Aussage sehr, sehr vielfältig. Und das ist das, was ich an diesen Arbeiten unglaublich schätze, weil sie eben gegen diese Eindeutigkeit der Welt sich ausrichten. Und das tun auch die Drehungen von Rötel. Wenn man draußen diesen aufgespaltenen Kubus sieht, mit einem Schweißbrenner gemacht, unglaublich malerische Oberflächen entstehen, dann kommen sie in sehr schnelle Vergleiche mit Brixi. Oder wenn der Künstler sagt, wir zeigen nicht nur hier im Innenraum Bilder mit einer künstlichen Beleuchtung, sondern auch draußen in dem Pavillon mit einer künstlichen Beleuchtung, dann glaubt er auch oder er weiß es, dass seine Bilder eben nicht Eindeutigkeiten sind, die nur nach einer bestimmten Lichtposition verstanden werden können. Das ist der museale Effekt. Ich habe wirklich jahrelang Museen geleitet und weiß, wovon ich spreche. Sondern er weiß, dass das Bild atmet. Dass Bilder unterschiedliche Beleuchtung brauchen, dass Bilder morgens und mittags und abends anders aussehen, dass auch wenn Sie an das Bild herantreten, mit Ihren unterschiedlichen Konditionierungen, die Bilder morgens, mittags und abends anders sehen. Das gilt sowieso für Skulptur, die sich im Freien bewegt und dem Licht noch stärker ausgesetzt ist. Oder wenn Sie hier erleben, wie Sonnenlicht plötzlich einbricht und die Bilder das geradezu aufsaugen, und nicht davon gestört sind, wie der Museumsmann sagt, dann haben Sie es mit einer Vitalität und Energie und Fantasie und Kraft und Emotion, aber eben auch Wissenschaft und Erklärung und Deutung zu tun. Wenn Sie ein wirklich reichhaltiges Kunstwerk sehen wollen, ein Oeuvre, und eben nicht wie auf der Documenta, ich wiederhole diesen Satz, das Kunstwerk als Dokument für soziokulturelle oder politische Thesen, dann kommen Sie hierhin in das Pumpwerk, das eigentlich eine einmalige Setzung ist. Das wird mich vielleicht auch, damit höre ich auf, eines deutlich machen. Natürlich ist dieses eine kulturelle, ökonomische Situation. Auch die Ökonomie ist nicht leicht. Aber da wir in einer Gesellschaft leben, die eine Wertegesellschaft ist, und wir gelernt haben, über Werte zu sprechen, aber nur noch einen Wert anzuerkennen, den ökonomischen, dann können Sie hier lernen, dass die Antwort auf diese Vereinsamung der Gesellschaft, auf die
diese Vereindeutigung nur von der Kultur kommen kann. Und dafür danke ich beiden Künstlern und ihrem Namen.